Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde House Flipper. Und heute kaufen wir uns das Haus nach einer Überschwemmung. Ich würde sagen, wir kaufen das ja auch direkt. Das hat einen Raum. Okay. Haus zur totalen Renovierung nach kürzlicher Überschwemmung. Eigentümer verkauft billig. Haus kaufen, let's go, wechseln. So. Oh, das sieht jetzt schon räudig aus. Okay. Ist das, rote Farbe oder was? Man weiß es nicht. So. Gut, mal sehen, was wir hier alles neu machen müssen. Ich denke mal, einiges. Ich hoffe mal, dass wir auf jeden Fall Plus rauskriegen, aber ich denke schon, oder? So. Machen wir das hier erstmal weg. Zack. Zack. Warum stehen hier Möbel draus? So, das hier auch einmal wegmachen. So. Wieso wurde hier nicht aufgeräumt? Ja, das verstehe ich auch nicht tatsächlich. So, die neuen Türen, die Türen kommen überall neu rein. Man muss hier doch erst richtig aufräumen. Ja, da hast du recht. Das mache ich doch gerade. Erstmal hier alles verkaufen. So, machen wir jetzt erstmal das Zimmer hier. So, das sieht so räudig aus, dieses Zimmer. Stellt euch mal vor, es gibt wirklich so welche, die wirklich so wohnen. So. Jetzt müssen wir erstmal die Steckdose hier neu machen. Denn die ist nämlich sehr wichtig. Zack. Zack. Und. Ey. Zack. So. Okay. Machen wir die einmal hier fest. Zack und zack. Batz. Batz. Okay. Gibt es hier noch irgendwo eine? Ja, hier. Können wir nämlich direkt auch einmal noch machen. So. So und so. Bam. Bam. Okay. So, dann einmal eine Heizung. Die machen wir nochmal dahin. Heizung. So. Heizung darf natürlich auch nie fehlen. So. Und dann putzen wir einmal die Fenster hier. Zack, zack. So. Hoch, runter, hoch, runter. Perfekt. Bam, bam, bam. Bam. So. Gut, brauchen wir hier Gips zufällig? Du brauchst hier Gips, um ein Loch zu... Okay, wir brauchen Gips. Dann holen wir mal Gips. Hier so, Gips. So. So. Und hier auch. Okay. Brauche ich noch irgendwo Gips? Hier, ne? Ja. Ach, hier brauche ich auch Gips. So. Und hier noch. Wie ich sehe, braucht man da auch noch welches. Deswegen behalte ich das einfach mal und packe es hier hin. Die Tür können wir auch einmal verkaufen. So. Gut, das hier ist die Küche, glaube ich, ne? Oder was soll das sein? Ich weiß es gar nicht, das ist die Küche gewesen, ne? Ja, Schlafzimmer. Noch irgend so ein komisches Zimmer. Ja, keine Ahnung, ich mache hier einfach jetzt eine Küche rein. Ach so, erstmal müssen wir weiß streichen. Weiß. So, ich erspare euch das eben kurz, dass ihr das hier seht. Ja. Ich mache hier kurz einen Cut, dann seht ihr das gleich, wie das hier alles ist. Fertig ist, meine ich.
Oh, da bin ich wieder. Und ihr seht jetzt die Küche. Ich habe ja einmal so einen Esszimmerbereich gemacht. Nur drei Stühle, weil mehr passen hier. Also hier mehr würden hier nicht passen. Meine Güte. Dann hier so ein Zweierkühlschrank. Dann, ja, ne, Abwaschdingens. Mülleimer. Und jetzt wollte ich hier gerade noch so einen kleinen Herd draufpacken. So ein Herd. So. Genau, perfekt. Bauen wir hier nochmal kurz die Tür eben rein. Tür. Kann man denn so für eine Tür reinbauen? Also wir könnten auch hier sowas einbauen, oder? Haben wir eigentlich noch nie gemacht. Sollen wir das mal machen? So. Platz. Kann man hier zwar reingucken, aber das ist ja nicht schlimm. So, machen wir hier mal kurz Gips. So, ich mache jetzt hier mal kurz über all das. Dann muss ich das eben nochmal überstreichen hier alles. So. Ich weiß gar nicht, was könnte ich hier in diesem Flur hinmachen? Mal gucken. So, und noch einmal. Perfekt. Okay. Dann machen wir wohl erstmal das Zimmer hier. Das wird ein Wohnzimmer. Das ist kein Schlafzimmer, Junge. So. Na ja gut, dann anscheinend ist es doch ein Schlafzimmer. Was ist das dann hier? Ne, ich mache hier raus ein Wohnzimmer und hier raus ein Schlafzimmer und hier raus ein Schlafzimmer, also ein Kinderzimmer. Das hier wird Kinderzimmer und das hier wird das große Schlafzimmer und hier mache ich dann ein Wohnzimmer. Oder andersherum, weil die wollen ja, dass das hier das Schlafzimmer ist. Ach, keine Ahnung. So, ja, Leute, ich mache eben kurz dieses Zimmer hier fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich habe jetzt mal zwei Räume gemacht. Ihr seht nämlich schon rechts. Badezimmer ist auch schon gemacht. So, ich gehe aber als erstes hier mal rein und ihr seht schon, es ist ein geiles Schlafzimmer. Ich habe hier einen Fernseher hingesetzt, weil hier links einer so gesagt hat, ich möchte gerne einen Fernseher haben. Ich habe mir gedacht, komm, setze ich den dahin. Hier ist der Schrank und man kann halt nie wieder das Fenster aufmachen, aber ich wohne ja hier nicht. Ja, dann hier zwei Nachttisch, Schränk, Nachttischlampen meine ich. Hier kann man halt das Fenster öffnen. Das kann ich auch nochmal kurz so putzen. Das habe ich nämlich vergessen. Perfekt. So. Zack, und das hier auch noch einmal. Müsste ich beim Badezimmer auch vergessen haben. So, auf jeden Fall. Oh, das Licht ist auch noch kaputt. Aber das lasse ich so. Ich habe ja auch mal so etwas ältere Türen reingemacht. Vielleicht sind die ja geil. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Badezimmer. Hier ist natürlich auch noch das alte Licht, aber das reicht tatsächlich auch. Ah ne, das ist ein neues Licht schon. Ja. Hier so ein altes Spiegeldingens. Hier halt ein Waschbecken, was man halt so braucht. Toilettenhalter, Toilettenpapierhalter meine ich. Und die Toilette. Dann hier eine Waschmaschine und eine Dusche. Und dann reinigen wir hier uns auch uns, genau. Dann reinigen wir hier auch einmal noch eben kurz das hier. So. Gut, und dann würde ich sagen, räume ich das hier einmal auf und dann sehen wir uns auch auf jeden Fall auch gleich wieder, wenn ich das hier gemacht habe. So Leute, da bin ich wieder und ich habe jetzt auch einmal den Flur noch fertig gemacht. Jetzt seht ihr es einmal hier, so eine Pflanze, die passt nicht ganz bis nach da hinten, deswegen habe ich die einfach so ein bisschen überstehen gelassen. Aber macht nichts. Ja, dann habe ich hier noch so ein Regal, was man halt als Schuhregal benutzen kann. Und hier noch
Haken für die ganzen, ja. Genau, dann hier noch Licht. So. Und natürlich hier ist auch wieder so eine Glastür. Und hier kann man reingehen. Und ihr seht schon, hier einmal der Fernseher, zwei Soundanlagen, eine Konsole und ein WLAN-Router. Dann habe ich hier so einen runden Couchtisch hingesetzt. Mit einer Fernbedienung natürlich und eine kleine Blume. So, dann sind hier nochmal zwei weitere Soundanlagen. Oder nochmal ein Sofa. Genau. Dann habe ich hier so eine kleine Gaming-Ecke hingemacht. Ne? Kann sich sogar hier hinsetzen. Hier so eine kleine Gaming-Ecke halt mit Gaming und Maus und sowas alles. Ne? Stuhl, PC. Und hier noch so einen kleinen Laptop. Ja. Dann habe ich hier noch so auch nochmal so Regale, wo man dann praktisch Dokumente lagern kann, weil das hier praktisch wie so ein Büro sein soll. Ja, genau. So, und dann sind wir auch schon beim letzten Zimmer, das ich für heute mache. Und das mache ich auch nochmal einmal fertig für euch und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, jetzt bin ich auch nochmal mit dem zweiten Schlafzimmer fertig. Ich habe natürlich einfach ein zweites noch gemacht, weil ich mir dachte, was soll ich denn sonst reinmachen? Habe ich jetzt einfach ein zweites reingemacht und das sieht auch eigentlich relativ identisch aus wie das andere. Nur dass halt hier noch so ein Regal drin ist und ein anderer Schrank. Sonst ist ja eigentlich alles dasselbe. Also das Licht ist auch dasselbe. Ja, Leute, ich würde sagen, wir verkaufen das Haus jetzt. So, wir gehen zur Auktion. Wir haben, boah, ich habe fast eine Stunde hier an diesem Haus gedingst. So. Wir haben minus 11.000 gemacht. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich dafür bezahlt habe. Wie viel habe ich denn? Ach, hier. 48.000 und die wird mir 64k geben. Ja, noch ein Tausender drauf und dann bin ich zufrieden. So, wir machen 1.500. Okay, jetzt habe ich 7.000. Perfekt. Ok. Dann würde ich sagen, Angebot annehmen. Dann würden wir jetzt 7.000 Euro plus machen. Kauf von Möbeln hat 11.000 gekostet. Also fast, ja, 59.000 hat das Haus gekostet. Und 7.000 Euro machen wir mehr. Perfekt. Angebot annehmen. Let's go. Wir haben das Haus gekauft und ich habe hier auch gerade. Du weißt, dass du dich verliebt hast, wenn du. Ich habe gerade hier ein Abzeichen gekriegt. Geil, geil, Leute. Wir haben das Haus verkauft und haben 7.000 Euro plus gemacht. Das schmeckt doch. So. Jetzt müssen wir auch wieder irgendwas mit 100.000 haben. Auf the Cash. Auf the Tash meine ich nicht, auf the Cash. So. Ich lade schneller. Ja, jetzt haben wir 137.000. Perfekt. Das nächste Haus wird ein Haus eines Genießers. Okay. Ja. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auch mal Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr drauf joinen würdet. Aktiviert natürlich die geile Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einfach mal einen guten Tag. Haut rein, Leute, euer Sandro. Ciao.